Hallo zusammen. Ich bin hier in den Dünen von Torre d'Embarra, da hinten ist das Meer. Und ich möchte über etwas reden, was ich letztens im Fernsehen gesehen habe. Und zwar habe ich letztens im Fernsehen einen Bericht über, ach, was war denn das? Ich glaube, es war Seoul, die südkoreanische Stadt, oder war Singapur? Auf jeden Fall einer dieser hochmodernen, technisierten Städte, wo die Menschen quasi überwacht werden, wo sie sehr viel arbeiten, wo sie schon in der Schule 12-Stunden-Tage haben. Und sie haben das im Prinzip, der Grundtenor war, das ist was Tolles. Jeder strebt danach, die Sehnsuchtsstadt, die Stadt des Fortschritts. Und irgendwo in der Mitte des Berichtes wurde dann kurz mal erwähnt, dass Seoul die höchste Selbstmordrate der Welt hat oder eine der höchsten Selbstmordraten. Und dann ging es wieder ganz normal im gewohnten Schema weiter. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass so etwas ganz normal ist bei uns im Fernsehen heutzutage. Denn es wird immer so getan, als ob Dinge gut wären, weil sie in ein Weltbild passen. Ich will nicht sagen Agenda, ich sag mal ein Weltbild. Und wenn die Daten und Fakten, die dann dagegen sprechen, die werden so gekonnt ignoriert oder mal dazwischen geworfen. Oder als, ist ja nicht so tragisch angesehen. Aber das Problem ist, das sind die wirklich relevanten Dinge. Diese Dinge sind die Dinge, die wirklich von Bedeutung sind. Die zeigen nämlich, dass diese Städte, diese Lebenskultur, dieses Überwachen, dieses Transhumanistische, dieses der Mensch 4.0 oder was, wie man auch immer das nennen will, dass das nichts Natürliches ist und dass das gegen unsere Natur strebt. Denn Leute bringen sich nicht einfach so um. Und diese Menschen sind sicherlich auch nicht sehr glücklich. Ja? Es funktioniert in der Welt, wofür sie da sind, aber es funktioniert nicht im Sinne von glücklich sein und Mensch sein. Und das ist ein großes Problem. Und wir haben ganz, ganz viele dieser Städte und dieser Weltbilder, die genau auf das hindeuten oder auf das hinzielen, dass man eben genau in die Richtung gehen soll, dass das als schön, als gut, als super toll verkauft wird. Und im Endeffekt ist es aber genau das, was uns ins Verderben stürzt. Und das fiel mir in diesem Bericht mal wunderbar auf, ja, dass ganz viel tolle Sachen gesagt wurden, aber am Ende war dann ein kleiner Einwurf, der dann wieder gezeigt hat, aha, und die meisten Menschen sehen über diese kleinen Einwürfe einfach hinweg. Ach, ist ja nicht so tragisch und werden geblendet von dem ganzen Zeug. Ja, so viel dazu. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.